Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. So, yeah. Yes, one way to put it. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay, call me later? You know I will. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. Nah. God, why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You don't know. Okay, so I need to show you something. What? You're kind of weirding me out. Can we sit down for a sec? Yeah. So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, I guess it was silly to suspect him in the first place. He'd never hurt Marianne's kids. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Marianne first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently, she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. Yeah. Let's go. Ich glaube, wir kommen dann langsam zum Ende tatsächlich schon. Ugh, what a mess. That's not gonna help us get this house sold. Yeah, we got our deadbeat dad to thank for that. So obviously the ladder's gone, but what about that handle? Is it still here somewhere? What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain is going to some real places. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Muss er denn eigentlich hier irgendwo an der Tür sein, oder? Oh, ich dachte gerade. The handle should be behind this. Ah, there it is. Na dann. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Hmm. Come on, let's find a way to climb up there. Wie wär's mit einer Leiter? Guck mal hier, kannst du nehmen. Can you see anything? Nope. Nada.
Here, found a switch. Holy shit. Well, that shaved a few years off my life. She left us something. It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Marianne, probably. Well, you want to do this? Yeah, let's start here. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different, right? Can you check the book? Here it is. Why do you think she changed the picture? I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Marianne, right? Since she's the princess? Yeah. Why don't we try to find them all and then see if it makes any sense? Okay. Okay. Spot the differences. Das ist unterschiedlich. Oh. Some of these parts are buttons. Ich muss noch mal reingucken, es wird halt. Die Hände sind anders. The Mad Hunter still has two hands here. So this was either before the Gold Lady cut off his other one or after he earned it back? Which either makes it before most of the stories or after. Yeah, at some point when she was running away from whatever the hell the Mad Hunter meant to Marianne. Ja, ja. Die Prinzessin war nicht auf dem Bild. The princess is running away from the Mad Hunter. Who was sent by the Gold Lady, according to the story. Do you think the Gold Lady could have been Marianne's mom? I mean, she always used to say she moved to the end of the world to get away from her family. Huh. Yeah, you're right. She ran away. Just like the princess is here. Der Titel ist auf jeden Fall noch anders. It's not the same title, so I guess that counts as a difference. Was ist da? Die Sterne stimmen überein. Das stimmt. Ah. Was ist damit? Der war nicht da. Huh. No goblins. Yeah, in the original. That's it. Whoa. What's in there? Pictures, letters, the Gold Lady. That was definitely her mom. So, did Marianne grow up kinda rich? Maybe. Would have been nice to have some of that. Aw, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Ich werde dich für immer vermissen. Did you know she studied engineering? No. It looks like she changed her major to visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not signed and it's all wrinkled. Like someone tried to throw it away. Okay, sie wollte also wechseln. I can't believe she was a ballet dancer.
Marianne. And a good one, too. God, that's so not her. Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her mom in the background. Mm-hmm. Guck mal das Bild an. An artsy environmentalist. Yep, that sounds like Marianne's exact kind of catnip. Okay. Nee, an das artsy nicht. Environmentalist. Das yep, hier wollte ich that sounds like Marianne's exact kind of catnip. Mehr ist dann hier nicht, ne? Ist nur das da noch. Dann zeig mal. Marianne, ich kann das nicht mehr. Du verdienst mehr als klischeehaften Quatsch, wie es liegt nicht an dir, sondern an mir. Aber um ehrlich zu sein, war alles einfach zu viel, um damit klarzukommen. Und ich habe festgestellt, dass ich noch nicht bereit bin. Vielleicht hätte es anders ausgesehen, wenn wir mit all dem alleine hätten fertig werden können, ohne den ständigen Druck deiner Mutter. Aber jetzt ist es nun mal, wie es ist, und vermutlich zu spät, um daran etwas zu ändern. Es tut mir so leid. Du bist ein toller Mensch und du hast mich zu einem besseren Mann gemacht. Ich hasse mich dafür, das zu tun, aber ich denke, dass wir beide Beste daran sind, wenn wir uns trennen. Und schon komme ich wieder mit Klischees um die Ecke. Bitte bleib, wie du bist. Hier, aber dennoch fort. Brent. Could this guy have been any more cryptic? Tyler, see that little light? I think we need to solve this one next. Welches? Das da? There's the gold lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So, maybe all of this is related to what we found in there. Was? Okay. Kann ich... Ich habe keine Ahnung. Hey, I can move the piece next to the gold lady. All these pictures. They look like images from Marianne's life before Delos, don't they? Well, some of them do anyway. Maybe that's it then. We need to figure out which ones are real. Ach, okay, sie hatte den Vogel im Käfig. Sie hat Ballett gemacht. The princess dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun. Notice how unhappy she looks in all these pictures. I don't think she was having any fun. Das ist Jura? Weiß ich nicht, kann ich nicht genau erkennen. Medizin? The wise princess looks like she's trying to run away. And she's being watched by the gold lady. Hmm. Und das letzte, Ritter, Handwerker, Maler, dieser Brand, Künstler? Hm. What's the gold lady do? Is that it? It's opening. What's in there this time? Ein Haus? Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Okay. Wow. She worked for a watchmaker in Juno before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Stechuhrreparatur. Okay. Wir haben ein Haus.
Is that Carol? Yeah, and Sam. Ein Essen? Ein Abendessen oder eine Feier oder sowas? Eine Uhr? Ja. Was ist das? Ökodorf Kunst und Workshops. Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. So weird to imagine her living in a community like that. With, you know, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Marianne when the whole town was turning on us? Wir vermissen dich jetzt schon. Wärmste, schönste Aura. Ich mag deine Fotos. Das ist auf jeden Fall, da ist eine Blume drauf. Her father. 17.05.96. Mary Ann. Ich hoffe, der Brief kommt bei dir an, aber da du keine Kontaktdaten hinterlassen hast, muss ich ihn an deine Tante schicken und auf das Beste hoffen. Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass deine Mutter letzte Woche verstorben ist. Ihre Trauerfeier war heute. Das Haus war den ganzen Tag voller Leute, Freunde, Familien, Kollegen und Kirchenmitglieder. Jetzt ist es 23 Uhr und ich sitze allein am Küchentisch, umringt von etlichen Speisen, Blumen und Beileidskarten. Deine Cousine Adie hat ein schönes Fotoalbum mit Urlaubsbildern aus La Corner mitgebracht. Du bist auf allen mit drauf. Heute aber warst du nicht da. Seit 4 Jahren haben wir nichts von dir gehört und wir können nur hoffen, dass du gut in Alaska oder wo auch immer du dich gerade aufhältst, angekommen bist und du und dein Kind in Sicherheit seid. Deine Mutter war jahrelang krank und depressiv, du kannst dir sicher vorstellen, warum. Wegen des Kummers, von der eigenen Tochter gemieden zu werden und ihr Enkelkind nicht aufwachsen sehen zu können. Er breitete sich in ihrem Körper aus wie Krebs und hat sie komplett zerstört. Und all das Leiden nur, weil du wie ein launisches kleines Mädchen abgehauen bist, anstatt ihre Hilfe anzunehmen, als du außerehelich schwanger wurdest, nachdem du das College abgebrochen hast und völlig pleite warst. Sie hat dir ihre Hilfe nur angeboten, weil sie wusste, dass du noch nicht bereit bist, ein Kind großzuziehen, Mary Ann. Die Pflicht einer Mutter endet nicht, wenn das Kind das Haus verlässt. Jetzt bist du selber Mutter und ich hoffe, dass du anfängst zu verstehen, dass gute Erziehung nichts mit dem Verhätscheln von Kindern zu tun hat. Es geht darum, für sie zu sorgen und sie zu den Persönlichkeiten zu formen, die sie werden sollen, ob sie es wollen oder nicht. Ich werde dir nicht weiter zur Last fallen. Du hast deine Absichten deutlich gemacht. Ich dachte nur, dass du es wissen solltest. Dad. Oh, was ein Arschloch. Entschuldigung, also ehrlich. What the hell? Marianne was pregnant in 1992, before she even got here. Before us? Do we have a long-lost sibling out there somewhere? It's possible, but she could have given it up or miscarried. Who knows? Yeah, you're right. Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. Mm-hmm. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Let's keep digging. Yeah. Machen wir. Das ist ein L. Hier drüben ist ein O. This just lit up, so I think we're supposed to try this one next. Okay. What's this? Hmm. Some sort of map? That's the Gold Lady's castle. Ah, okay. Sie ist vom Schloss weg gerannt zu dieser Kommune. What's that plant thing on top? Oh. Those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Hat bei einem Uhrmacher gearbeitet dann? Some sort of clock? Von dort aus ist sie nicht zurück zum Schloss, sondern sie ist in das... Und auch nicht direkt schon dahin, sondern sie ist ins Haus gezogen. This is the princess's house. Und die Dinnerparty mit dem Bären. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Yes. Und ein E. What's in there? Another letter? The princess's laws. Is this from the Book of Goblins?
Not that I know of. Well, sure looks like it could be. Der Verlust der Prinzessin. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Ihre Reise durch den großen, weiten Wald bis zu diesem Haus hatte sie mit nicht mehr als den Kleidern auf dem Leib und einem einzigen Gedenken an ihr altes Leben bestritten. Gedenken einer strahlenden Tiara. Auf ihrer Flucht vor dem wilden Jäger hatte sie fast all ihr Hab und Gut verloren. Die Bäume rissen ihr den Rucksack von den Schultern und zerfetzten ihr Kleid, sodass sich dicke, rote Striemen auf ihrer Haut bildeten. Doch die ganze Zeit hinweg drückte sie die Tiara eng an ihre Brust in der Furcht, womöglich zu stolpern und sie fallen zu lassen. Die Tiara hatte ihren eigenen Platz in dem großen Holzhaus. Ein Kissen am Fenster, wo die Sonne auf ihre Oberfläche fiel und sie zum Glänzen brachte. Die Prinzessin konnte die Tiara stundenlang ansehen. Sie staunte über ihre Schönheit und ließ ihre Finger an ihren Kurven herabgleiten. Jeden Morgen erwachte sie und widmete sich als erstes ihrem Schmuckstück. Sie polierte die gesamte Oberfläche, damit die Tiara in vollem Glanz erstrahlen konnte. Anschließend hob sie sie hoch, setzte sie sich auf den Kopf und schritt damit durch den Wald mit dem beruhigenden Gefühl der Vollständigkeit. Denn was für eine Prinzessin ohne eine Krone? Jeden Abend bettete sie die Tiara auf ihr Kissen, gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss und ging zu Bett. Zuvor drehte sie sich noch einmal um, um sicherzugehen, dass die Krone noch da war. Sie hasste es, von ihr getrennt zu sein, doch sie wusste, dass die Tiara auf ihrem Kissen am sichersten war, während sie schlief. Ach so. Eines Nachts erwachte die Prinzessin durch einen mächtigen Sturm. Der Wind heulte um das ganze Haus und ließ die Fenster in ihren Rahmen erzittern. Aus Furcht, ein Windstoß könnte eines der Fenster aufstoßen und die Tiara auf den Boden schleudern, nahm sie das Krönchen von seinem Kissen und brachte es zu sich ins Bett. Die ganze Nacht hindurch hielt sie die Tiara fest umschlungen und des Morgens erwachte sie mit dem Schmuckstück wohlbehalten in ihren Armen. Der Sturm war vorübergezogen und die Prinzessin war beruhigt. Dieser Tag verlief wie jeder andere Tag, außer dass die Prinzessin die Tiara womöglich noch ein wenig ausführlicher reinigte, dankbar dafür, dass nichts geschehen war. In dieser Nacht legte sie die Tiara auf ihr Kissen, gab ihr einen guten Nachtkuss und ging zu Bett. Doch nicht, ohne sich noch einmal umzudrehen und sich zu vergewissern, dass die Krone immer noch auf ihrem Platz lag. Als sie am nächsten Morgen erwachte, spürte sie sogleich, dass etwas nicht stimmte. Die Tiara lag auf dem Boden des Wohnzimmers, zerbrochen und glanzlos. Ansonsten hatte sich nichts geändert. Das Kissen lag an genau jenem Platz, wo sie es niedergelegt hatte. Das Fenster war geschlossen. Es hatte keinen Sturm gegeben und es gab keinerlei Hinweise darauf, dass etwas vorgefallen war. Nur die zerbrochene Tiara auf dem Boden. Sie hob sie auf und hielt sie schluchzend in ihren Armen. So sehr sie auch versuchte, sie zu kitten und zu polieren, so zwecklos blieben ihre Bemühungen doch. Die Tiara war nicht mehr zu retten und ihr letzter Glanz war erloschen. Die Prinzessin hielt die Tiara den Rest des Tages und die ganzen folgenden Nacht hindurch in ihren Armen. Reglos sah sie an dem Platz beim Fenster, wo sie die Krone stets poliert hatte. Als die Sonne aufging, blickte sie nach draußen und ihr Blick fiel auf ein Bäumchen. Sie erinnerte sich daran, wie dieses Bäumchen den Winter überlebt und sich der kalten, fruchtlosen Erde erfolgreich widersetzt hatte. Ohne ein Wort ging sie hinaus, vergrub die Tiara in der Erde unter den Bäumchen. Als die letzten Bröckchen Erde fielen, war es ihr, als sei die Tiara nun endgültig fort und mit ihr die letzte Verbindung zu ihrem alten Selbst. Sie konnte nur vorausblicken und sich einen neuen Platz in dieser Welt schaffen. Eine Welt, in der sie nicht länger eine Prinzessin mit einer Tiara war, sondern bloß eine triste, glanzlose Frau, ganz allein in einem tiefen und uralten Wald. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren kostbarsten Schatz verlor und ihren Titel. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. God, it makes sense now. Mm-hmm. Yeah, she got pregnant. Das macht erschreckend viel Sinn. And she ran away to start a new life. She made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. But then the baby died. I can't even imagine how she must have felt. She left everything behind, built a whole new life for him. And then he was just gone.
I guess having us helps her move on. But when it looked like we were gonna be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. But we still haven't seen what's in that chest. Ja, das ist richtig, aber ich möchte... Kann ich bitte erst noch was anderes tun? Okay, so how do we open it? Here, the secret keeper. Hiding secrets in the clouds. Ach was. Gold Lady stays locked up in her castle. Back in your pond, Big Frog. The old bear's gotta be in his ice cave. We'll let the mangy muskrat have his rock back. The Ice King goes in the forest, obviously. There you go, stalwart moose. Ach, wie toll. Moment. Allison, geh mal beiseite. Da drüben gibt's das nämlich auch nochmal. Danke. That's the pious pelican spot. Crafty goblins go here. Moonhag's gotta be imprisoned in her lake. The very old beaver definitely goes in her den. The mad hunter, always on the princess's trail. The wise princess goes in the big wooden house, of course. Okay. Jetzt stellt mir gerade die Frage. Ah, ich kann es trotzdem noch anhören. Dann the gold lady is the wise princess's cruel mother, who sent the mad hunter to drive the girl back to the palace. Okay. Okay, das hat aber jetzt keinen großartigen Effekt noch. Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. We'll get to those later. Let's finish this one, okay? Okay. All right. Should be easy enough. Ja. Dreh mal. Ah, okay. Alles klar. Nicht? All right. Should be easy enough. Ich bin so doof. Was ist so? Ole, ole. Aber der Name des Kindes war sehr vermutlich... Leo. Nein! Ach. Leo. Yes. Did it just get darker in here? Mm-hmm. Ollie, she noticed. Meine beiden Lieben. I was her son. Allison und Ollie. Wir schreiben Geschichten, um zu verstehen und verstanden zu werden. Aber welche Geschichte kommt schon ohne ersten Akt aus? Es tut mir leid, dass ich meinen so lange vor euch geheim hielt. In Liebe an meine Kobolde. Ach, wie schön, dass sie ihn mit Olli angeschrieben hat. Nee, Quatsch, nicht schön. Eigentlich hätte sie Tyler schreiben sollen. Ach. Aber damals hieß er ja noch nicht so, ne? Why does she have a photo of that tree locked in here? Leo Ronan. Why didn't she tell us about him?
Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. Ich stimme dir zu. You really want to go? You sure we've seen everything? Ach so. Lass noch mal kurz gucken. We could stay a little longer if you think there's more to find. The crafty goblin's loot. That's from the princess and the two thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story. No, was? Früchte, Nüsse, Eier. Dann Gegenstände, Löffel und Teller, Gabel, Messer und Decken. Und dann den Kuchen. Huh? Some flour for the cake, maybe? Maybe they took some of the princess's fruit? Yeah, also flour nicht, actually, aber I'm not sure. Was das? I'm pretty sure they stole some eggs. Scheiße, weiß ich nicht mehr, ey. Früchte, Nüsse und Eier. Genau, Nüsse fehlen noch. Löffel, Teller, Gabel, Messer und Decken. Was ist das? Did they steal candy? Nee, Candy haben sie nicht gestohlen. Actually, I'm not sure. Nein! Oh. Did they steal candy? Mann! Actually, I'm not sure. What if they took some spoons? Yeah. That's it. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite, and then one day it just disappeared. Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt und die schönste Prinzessin. No. Schön. Ach, jetzt können wir noch mehr finden. The bear's gifts for the princess. I'm totally blanking on that story. What did he give her again? Boy. Der Bär und die Prinzessin. Lachs, Bären, Hasenklöckchen. Lachs, Bären und Hasenklöckchen. Why don't we open up the book and check? Ja, ja, ja. Fresh caught salmon? Mm-hmm. A newly bloomed bluebell? Yeah. Some roses, maybe? Nein. Or not. A handful of ripe berries? Yep. Nice. Man, he had it bad. Just couldn't let go. Tut mir leid, dass ich dir einen Zettel unter die Tür schiebe, als säßest du im Gefängnis. Geht's dir gut? Ich war diese Woche kurz da und habe ein paar Mal geklingelt, aber du hast nicht reagiert. Ich konnte das Licht auf dem Speicher sehen, also dachte ich, dass du da bist, aber nicht reden willst. Ich hoffe, ich habe nichts versaut. Ich habe mir da wahrscheinlich ziemlich viel rausgenommen, aber die Sache ist die. Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit einer Frau wie mit dir reden soll. Du bist stark und gutherzig und du weißt so unheimlich viel, dass ich kaum hinterherkomme. Ich glaube, das alles ist mir zu Kopf gestiegen. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich verstanden habe. Ich werde mich dir nicht mehr aufdrängen und es braucht sich niemand schlecht dafür zu fühlen. Wir können uns auf der Straße begrüßen oder nicht. Das ist in Ordnung. PS. Ich habe gemerkt, dass dein Auto ein Leck hat, also habe ich es mit etwas Dichtungsmittel geflickt.
Du solltest es aber vielleicht trotzdem in die Werkstatt bringen. Sag Bescheid, wenn du möchtest, dass ich mitkomme, weil die Typen ab und zu versuchen, einen abzuzocken. Wenn nicht, kein Problem. Sam. Okay, da ist sonst nichts weiter. Dann untersuchen wir das nächste. Goblins good deeds. Of course. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Da. Okay, anderen Weltbewohner helfen. Rückenkratzen. Honig. Und umarmen. Also, Rückenkratzen. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Den Bienenstock. He broke open the beehive for the bear. Und umarmen. They hugged the princess when she was crying. Nailed it. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique nahe des O'Shea Gletschers, die sich sowohl an Touristen des Gastino Kanals als auch an Einwohner von Dallas Crossing richtet. Produktsortiment, handgemachte Andenken. Freundlichen, kompetenten Kundenservice von Tessa Vecchi, Mitinhaberin des Vecchi-Ladens und der Nachwuchskünstlerin Mary Ann Ronan erfreuen können. Dieser Businessplan ist darauf ausgelegt, Finanzmittel in Höhe von 20.000 US-Dollar für den Kauf von Lagerbeständen und zur Deckung der Ausgaben im ersten Betriebsjahr zu erhalten. Im ersten Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden und für das zweite Jahr ist ein moderater Gewinn geplant. Ich arbeite an der Zusammenfassung unseres Businessplans. Was hältst du davon, Tessa? Ach. Ja. Wie wär's wo verlaufen, ne? Ach, schubst mich doch nicht. The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to... Wendedach, verbogener Pfahl. Fix it again? Dach? Huh, she fixed the roof shingles. Wände? She fixed the planks that were blown off the walls. She slapped the post with... All right! Huh, ich bin gut, ne? That must have been rough on Eddie. Yeah, he doesn't really like to talk about her. Liebe Mary Ann, du hältst jedes Mal die Ohren zu, wenn ich diese Unterhaltung mit dir führen möchte, also dachte ich, dass ich mit einem Brief bessere Chancen habe. Ich weiß, dass du keine Abschiede magst, darum halte ich meine melancholischen Ausschweifungen kurz und bündig. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du dich in den letzten Monaten um mich gekümmert hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend es für dich gewesen sein muss, dich um eine kranke alte Frau zu kümmern, wenn du gleichzeitig zwei Kleinkinder zu Hause hast. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich diese Krankheit weiter bekämpfe und auf Genesung hoffe, aber es war schon immer eine meiner Stärken zu wissen, wann es Zeit ist, loszulassen. Und diese Zeit ist nun gekommen. Ich möchte dich meinen letzten Gefallen bitten. Kümmerst du dich bitte um Eddie, wenn ich fort bin? Mein armer Junge mag sich sturig geben, aber ich weiß, dass er leidet. Ich wäre so viel beruhigter, wenn ich wüsste, dass er noch eine Familie hat. Vielleicht könnte er den Kindern beibringen zu angeln. Er verbringt so gerne Zeit mit ihnen. Danke für deine Herzlichkeit und den Frieden, den du in mein Leben gebracht hast. Gib den Kleinen ein Küsschen von mir, ja? Carol. Die Frage, haben wir jetzt alles gesehen? I wish you just explained all this to us. Dort fand sie endlich ihr Glück. Das haben wir angeguckt. Das haben wir angeguckt. Die zwei Sachen haben wir angeguckt.
auch. Und ich denke, das war's, oder? Können wir mit ihr reden? Nee. Ich glaube, das war's. You really want to go? You sure we've seen everything? Ich weiß es nicht, aber ja. Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch übersehen haben.